Weltweit sind über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Bootsflüchtlinge im Mittelmeer und am Rande der Kriegsgebiete zu Syrien. Menschen, die aus Not ihre Heimat verlassen. Italien, Griechenland und die Türkei sind als Erstaufnehmerländer heillos überfordert. Auch Deutschland ist durchaus betroffen. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird mitunter kritisch gesehen und schürt Verteilungskämpfe. Populisten bemächtigen sich des Themas. Dennoch ist die Grundstimmung gegenüber den Flüchtlingen in Deutschland positiv. Wie reagiert Europa auf die Flüchtlingskatastrophe? Welchen Einfluss hat Deutschland dabei? Welche Rolle spielen Bund, Länder und Kommunen? Wer übernimmt Verantwortung für die Flüchtlinge? Das sind die Fragen, mit denen ich Sie heute bei Unter den Linden begrüßen möchte. Und ich begrüße zum einen Ska Keller, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und auch die Sprecherin für Flüchtlingsfrage im Europäischen Parlament in Brüssel, und Wolfgang Bosbach, den Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Herr Bosbach, ich beginne mal mit Ihnen. In dieser Woche wird es einen nationalen Gipfel zum Thema Flüchtlinge geben. Die Ministerpräsidenten treffen sich mit der Bundeskanzlerin. Es geht dabei um die Verteilung, es geht um Geld. Die Kommunen beklagen sich, dass sie den Anforderungen nicht mehr gerecht werden können, weil sie nicht genug Geld haben. Was spricht dagegen, dass wir das Ganze als eine nationale Aufgabe sehen in Deutschland? Das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren, und das aus guten Gründen. Aber wir haben eine Aufgabenteilung, eine Teilung der Verantwortung und auch der Kosten. Traditionell gilt, der Bund trägt die Verantwortung und auch die finanziellen Belastungen im gesamten Aufnahmeverfahren. Personalkosten, Sachkosten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Verantwortung und Kosten für die Sprach- und Integrationskurse. Da geben wir bundesweit pro Jahr gut 200 Millionen Euro aus, Tendenz steigend. Ansonsten Unterbringung ist dann Sache der Länder und der Kommunen. Aber die Zahlen sind in den letzten beiden Jahren so deutlich gestiegen, dass viele Kommunen an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind. Das heißt, der Bund hat ja schon beschlossen, zweimal 500 Millionen Euro zusätzlich. Das wird aufgestockt werden auf mindestens 1 Milliarde. Aber wenn die Zuzugszahlen so ansteigen, wird der Bund sich auch finanziell weiter engagieren müssen. Aber das Geld muss auch zu 100% bei den Kommunen ankommen. Denn da haben wir ganz unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Bayern erstattet die Kosten den Kommunen zu fast 100%, Nordrhein-Westfalen noch nicht einmal zur Hälfte. Darauf hat der Bund allerdings keinen Einfluss. Herr Bosbach hat es gerade angekündigt, der Bund wird seine Hilfe erhöhen. Reicht das in Ihren Augen? Ich denke, das reicht noch nicht, denn Sie haben es ja auch angesprochen, wir haben einen Zuwachs der Flüchtlingszahlen. Das hat ja auch gute Gründe, wenn wir uns nur in der Nachbarschaft von Europa umschauen, was es da an Krisen, an Konflikten, an Katastrophen gibt, dann haben die Menschen sehr gute Gründe, warum sie Schutz suchen. Und da muss der Bund langfristig reingehen. Da helfen diese kurzfristigen Mittel nicht, sondern muss sich langfristig überlegen, wie kriegt man es hin, dass der Bund dauerhaft Länder und Kommunen unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig, und ich hoffe, das ist etwas, was beim Flüchtlingsgipfel auch herauskommen wird. Wenn Sie sagen, dass Nordrhein-Westfalen nur 50% der Gelder des Bundes weitergibt an das, was sie für Flüchtlinge verausgabt. Erstattet. Nordrhein-Westfalen zahlt Pauschalen, die etwa 50% der tatsächlichen Kosten der Kommunen abdecken. Das heißt, die Kommunen müssen da in Vorleistung treten, beziehungsweise ja. Kommunen in Nordrhein-Westfalen leiden noch mal doppelt. Das ist aber doch eine Aufgabe, die vom Bund her sozusagen den Kommunen auferlegt werden müssen. Nein, denn die Finanzausstattung ist Sache der Bundesländer. Oftmals wird ja gesagt, wir hätten drei staatliche Ebenen: Bund, Länder, Gemeinden. Die Länder sagen, wir haben nur zwei staatliche Ebenen, Bund und Länder, und die Kommunen sind Teil der Länder und sie tragen die Verantwortung. Und es ist schon kurios, dass die Länder auf der einen Seite sagen, wir wollen mehr Verantwortung, wir wollen mehr Selbstbestimmungsrecht, siehe Föderalismuskommission. Und wenn es dann eine Verteilung von Verantwortung und Kosten und Einnahmen geht, sind sich alle Länder übrigens, egal wie sie politisch regiert werden, einig in der Forderung, der Bund muss noch mehr bezahlen. Wenn man sich das anschaut, wo die Flüchtlinge in Deutschland hingehen, würden Sie sagen, die Flüchtlingsverteilung ist ausgewogen oder gibt es Schwerpunkte?
In Deutschland haben wir einen Schlüssel, der Flüchtlinge verteilt. Es sind ja auch die Länder, die durchaus auch Aufgaben übernehmen bei der Aufnahme. Und es wird leider auch sehr unterschiedlich gehandhabt, wie Flüchtlinge aufgenommen werden, auch in Deutschland. Man guckt hier mal nach Europa und sagt, das ist unterschiedlich, aber auch innerhalb von Deutschland, auch innerhalb von einzelnen Bundesländern läuft die Aufnahme sehr unterschiedlich. Ich bin in sehr, sehr vielen Flüchtlingsunterkünften gewesen. Da gibt es positive Beispiele, sehr positive Beispiele. Und dann gibt es wieder Orte, wo man sich nicht vorstellen kann, wie Menschen, die Traumata haben, die vor Krieg geflohen sind, wie die dort ein halbwegs angemessenes Leben führen sollen. Also da muss man wirklich noch dran arbeiten, auch an der Qualität der Unterbringung. Gerade jetzt, wo ganz schnell Unterkünfte neu besorgt werden, muss man auch auf die Qualität setzen. Denn zu lange haben die Kommunen auch abgebaut. Es wurden Aufnahmekapazitäten abgebaut. Es hieß immer, es kommen ja dann nicht mehr so viele Flüchtlinge. Aber das kann sich sehr schnell ändern mit einem neuen Konflikt. Und die Aufnahmekapazitäten, die damals abgebaut worden sind, die fehlen jetzt. Aber wir müssen eben auch auf die Qualität gucken, denn viele Leute sitzen da über viele Jahre hinweg. Und das kann da nicht sein, wenn in Häusern teilweise Ungeziefer zu finden sind, wenn es keine oder kaum sanitäre Anlagen gibt. All das wird gerade Flüchtlingen zugemutet. Ist es wirklich so unterschiedlich mit den Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge? Und das ist ja auch wieder Aufgabe der Kommunen bzw. der Länder. Inwiefern kann der Bund da einschreiten und muss der Bund da einschreiten? Es gibt nicht nur Unterschiede zwischen den Bundesländern, es gibt auch Unterschiede zwischen den Kommunen in einzelnen Bundesländern. Aber der Bund hat hier keine Gesetzgebungs- oder Regelungskompetenz, obwohl es gut wäre, wenn wir bundesweit einheitliche Mindeststandards hätten. Die müssten aber von den Ländern selber geschaffen werden, aber ich bin, Frau Keller, weit davon entfernt, den Kommunen hier irgendwelche Vorwürfe zu machen. Wir hatten Anfang der 90er Jahre bis zu der Änderung des Asylgrundrechts Zugangszahlen in Höhe von etwa 400.000 pro Jahr. Die sind zurückgegangen bis auf 28.000 im Jahre 2008. Der Bayerische Landesrechnungshof hat die Landesregierung dafür gerügt, dass man nicht eine Aufnahmeeinrichtung schließen würde. 28.000 waren das. Im vergangenen Jahr waren es über 200.000. In diesem Jahr werden es über 400.000 sein, plus 50.000 Folgeanträge. Mit einer so hohen Zahl konnte niemand rechnen. Und jetzt wollen wir mal der Wahrheit die Ehre geben. Die aktuellen Zahlen für Mai sagen, unter den 10 Hauptherkunftsländern sind 5 Länder, in denen es weder Krieg noch Bürgerkrieg gibt. Das sind Balkanstaaten. Von den Balkanstaaten kommen mehr Menschen nach Deutschland als aus den Kriegsgebieten in Syrien und im Irak. Und das sind Zahlen, die unsere Kommunen weit überfordern. Und deswegen eine Anerkennungsquote von deutlich unter 1%. Und deswegen werden wir differenzieren müssen zwischen denen, die völlig unzweifelhaft des Schutzes benötigen, insbesondere diejenigen, die aus Kriegsgebieten, Bürgerkriegsgebieten, Krisengebieten bekommen, und solchen, die nach Deutschland kommen, ohne politisch verfolgt zu sein, ohne vor dem Krieg zu fliehen, in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben für sich und die Familie. Aber die damit verbundenen Probleme, die werden wir nicht auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland lösen können. Aber dass Menschen, die vor Krieg und Bürgerkrieg fliegen, Schutz bekommen, auch vielfältige Weise Hilfe der Bevölkerung, das ist ganz selbstverständlich. Aber wenn Sie auch gerade sagen, dass es wichtig ist, bei der Wahrheit zu bleiben, es gab in der Tat nicht über 200.000 Asylanträge, sondern es gab 173.000 neue Anträge. Die anderen, die man dann immer noch so locker dazu rechnet, das sind die, die bereits da waren. Da muss man auch mal unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großer Anstieg. Und man muss sich halt fragen, wie kann man es hinbekommen als Kommune, dass man Kapazitäten da hat, die dann zwischendurch vielleicht für was anderes genutzt werden könnten. Und wenn Sie bei den Anerkennungsquoten sind für zum Beispiel Menschen aus dem Balkan, für Menschen aus dem Kosovo, sind die Anerkennungsquoten weitaus höher in anderen europäischen Ländern. Da muss man sich auch fragen, warum denn in Deutschland so wenig anerkannt werden, wenn die gleichen Leute in anderen europäischen Ländern bis zu 20% Anerkennungsquoten haben. Da liegt dann auch was im System falsch und nicht nur bei den Menschen. Und an sich könnte auch Deutschland sehr viel dafür tun, dass sich Lebensbedingungen da ändern, wo die Leute herkommen. In der Tat, da ist ein großes Problem. Die Leute fliehen, weil sie keine Perspektive mehr haben im Leben, weil es politisch völlig unklar ist, was jetzt passiert, weil es keine wirtschaftlichen Aussichten gibt, aber auch, weil eine große Minderheit, die der Roma, massiv diskriminiert wird. Darauf muss man auch mal ein
Blick werfen, wenn man in die Beitrittsverhandlungen reingeht, die wir mit manchen Balkanländern ja führen. Das muss Priorität sein, nicht irgendwelche Binnenmarktangleichungen, um den europäischen Markt auszuweiten. Ich glaube, es muss bei Beitrittsverhandlungen grundsätzlich zuallererst um Menschenrechte geben. Da muss die Kommission, da müssen die Mitgliedstaaten genau aufpassen. Aber das kann auch nicht heißen, dass man Menschen jetzt außen vor lässt und das Asylgesetz dafür nochmal unter den Tisch fallen lässt. Beim Thema Balkan werden gerade die Roma und Sinti ja ganz oft als Problem angemerkt, dass die dort durchaus verfolgt werden. Kann man denn so generell sagen, dass die kein Asyl bekommen sollten? Nein, es findet eine Einzelfallprüfung statt und niemand denkt daran, das Grundrecht auf Asyl unter den Tisch zu legen. Aber es bleibt bei dem, was beim Asylrecht generell gilt, dass in jedem Einzelfall nachgeprüft werden muss, ob eine politische Verfolgung gegeben ist oder nicht. Und in den allermeisten Fällen ist das bei den Balkanstaaten nicht der Fall. Es gibt noch Unterschiede bei den Anerkennungsquoten. Es gibt Balkanstaaten, da liegt die Anerkennungsquote bei 0,1%. Und es ist doch ein fundamentaler Unterschied, ob jemand aus diesen Staaten kommt, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien oder aus den Kriegsgebieten in Syrien und im Irak. Aber ich sage es nochmal, das sind die Zahlen der ersten 5 Monate und die Zahlen des Monates Mai, das sind die aktuellen, spiegeln das gleiche Bild wider. Von den 10 Hauptherkunftsländern sind 5 Balkanstaaten. Aber auch selbst aus Syrien wollen Sie ja nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, so wie ich das aus Ihrer Partei höre. Frau Keller, wie wissen Sie, dass kein Land in Europa annähernd so viele Flüchtlinge aufgenommen hat wie Deutschland? Das gilt auch für Syrien. Wissen Sie, dass wir ein Resettlement-Programm beschlossen haben mit 20.000 Personen? Die Europäische Union hatte einmal die Absicht, alle 28 Staaten zusammen 3.000 aus Syrien aufzunehmen. Deutschland alleine hat losgelöst von den Zehntausenden, die wir schon aufgenommen haben, ein Aufnahmeprogramm von 20.000 beschlossen. Deutschland und Schweden alleine nehmen fast die Hälfte aller Flüchtlinge auf, die in die Europäische Union kommen. 8 Länder in der EU nehmen weniger als 1.000 Flüchtlinge pro Jahr auf. Wir 200.000. Und dann ausgerechnet Deutschland Hartherzigkeit vorzuwerfen und dass wir eine Abschottungspolitik betreiben würden, das geht meilenweit an der Wirklichkeit vorbei. Man muss auch mal anerkennen, was das Land leistet. Trotzdem, doch, das wird jeden Tag wiederholt. Das kann man auch für andere europäische Länder durchaus unterschreiben. Sie haben recht, Deutschland hat 20.000 aufgenommen. Wir kommen da gleich noch mal zu, Frau Skar. Ich würde gerne noch mal einmal auf die Flüchtlingszahlen generell zurückkommen. Also wir gehen ja, die Länder gehen davon aus, oder das Bundesamt für Migration, so muss man es genau sagen, geht davon aus, dass dieses Jahr ungefähr 450.000 Flüchtlinge in Deutschland ankommen werden. Ist das eine Zahl, die realistisch ist, oder gehen Sie davon aus, dass sie sehr viel höher sein wird? Das ist wirklich schwierig vorauszusehen mit solchen Zahlen, weil sich die Fluchtwege und nach sehr vielen Kriterien auseinander dividieren. Das sehen wir jetzt auch gerade in der Mittelmeersituation. Lange war Italien ein Hauptankunftsland, jetzt verlagern sich die Fluchtwege mehr über Griechenland. Es ist sehr schwierig vorauszusehen, warum Menschen sich auf die Flucht machen. Zum Beispiel für viele syrische Flüchtlinge, die haben 4 Jahre in Flüchtlingscamps in syrischen Nachbarländern gelebt, in Schlamm, in Kälte, in allem. Und jetzt sagen sie, wir sehen keine Perspektive mehr. Wir haben so lange ausgeharrt, wir wollten zurück nach Syrien, aber es ist völlig unrealistisch. Und deswegen machen sie sich auf den Weg. Deswegen kann es durchaus sein, also man kann es wirklich schlecht vorhersehen. Aber die Fluchtgründe, die sind ja nach wie vor da. Und wenn wir uns die Nachbarländer angucken von Syrien, in der Türkei sind weit über 1 Million syrische Flüchtlinge. Im Libanon, ja, im Land, das gerade mal 4 Millionen Einwohner hat, über 1 Million Flüchtlinge. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, dann wären das 19 Millionen syrische Flüchtlinge. So viele Syrer gibt es gar nicht. Ne? Deswegen 20.000, wunderbar, bravo, aber dabei können wir doch nicht stehen bleiben. Ich bin sehr froh, dass die Kommission jetzt auch sagt, alle müssen ran, wir brauchen ein Aufnahmeprogramm für wieder nur 20.000 auf alle europäischen Mitgliedsländer. Ich hoffe, da wird sie sich durchsetzen. Aber auch diese 20.000 sind viel zu wenig. Wir sollten die Verantwortung für diese humanitäre Katastrophe nicht einem bitterarmen Land wie Libanon überlassen, die weiß Gott andere Probleme haben, sondern da müssen wir alle ran in Europa. Kommen wir nochmal auf Deutschland zurück. 450.000, sagt das Bundesamt für Migration. Die Länder sagen aber, es werden sehr viel mehr. Das Bundesamt ist von 400.000 Erstanträgen und 450.000 Zweitanträgen ausgegangen. Die Zahlen stimmt also. Ich habe jetzt die Zahlen bekommen bis einschließlich Ende Mai diesen Jahres.
Das kann man so hochrechnen. Aber Frau Keller hat ja recht, es kann Veränderungen in der Welt geben, an die wir möglicherweise jetzt noch gar nicht denken. Viele sind ja in den grenznahen Regionen der Krisengebiete geblieben, in der Hoffnung, dass sich die Lebensverhältnisse zu Hause dort so ändern und verbessern, dass sie wieder nach Hause zurückgehen können. Türkei ist aber ja ein Land, da gab es ja gestern Abend erst wieder den Vorfall, dass Leute nicht reingelassen wurden. Und die Truppen des IS gehen nach wie vor mit barbarischer Grausamkeit vor. Dorf für Dorf wird durchgekämmt, die Menschen fliehen. Und oft sind ja auch ist die Heimat, in die man zurückkehren will, gar nicht mehr vorhanden, weil alles zerbombt ist und Opfer des Krieges geworden ist. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass immer mehr Menschen die Hoffnung verlieren, nach Hause zurückgehen zu können, dass sie in die Mitte Europas streben. Aber Deutschland alleine wird dieses Problem nicht lösen können. Wenn Europa wirklich eine Wertegemeinschaft ist, dann müssen erst mal andere Länder nur annähernd die Anstrengungen unternehmen, die Deutschland seit Jahren unternimmt. Und hier kann die EU-Kommission, hier kann Europa einen wichtigen Beitrag leisten, dass die Einsicht in diesen Ländern wächst. Füge hinzu, einige Länder denken überhaupt nicht daran, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Die sind froh, dass Deutschland und Schweden die Hauptlast trägt. Wenn wir sehen, dass die Länder jetzt auch mehr Geld wollen für die Unterbringung von Flüchtlingen und der Bund auch bereit ist, mehr zu zahlen, irgendwo muss das Geld ja letztendlich herkommen. Könnten Sie sich vorstellen, dass es so eine Art Flüchtlingssoli geben könnte? Vorstellen lässt sich da eine ganze Menge. Ich denke, Deutschland ist ein reiches Land. Wir geben Geld für alles Mögliche auf, wo man sich über Sinn und Unsinn streiten kann. Die Unterbringung, die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen sollte da absolute Priorität sein. Für übrigens die Flüchtlinge, die jetzt gerade über einen Notfallverteilungsschlüssel in der Europäischen Union umverteilt werden sollen, da gibt es pro Flüchtling Geld. Es gibt auch bei Resettlement-Programmen, also bei der Neuansiedlung von Flüchtlingen, zum Beispiel syrischen Flüchtlingen aus der Türkei, aus dem Libanon. Dafür gibt es Geld von der Europäischen Union. Also ich glaube, dass wir uns in einem der reichsten Länder der Welt nicht darüber so groß, also nachdenken natürlich schon, wo kommt das Geld her, aber das kann uns nicht davon abhalten, unsere humanitäre Pflicht wahrzunehmen, den Leuten zu helfen, die halt wirklich vor Krieg fliehen. Ich denke, da sollten wir auch so rangehen, wie viele Menschen in den Kommunen die Flüchtlinge ganz aktiv und massiv unterstützen über viele Jahre weg, die wirklich sich richtig einbringen. Das ist auch was ganz Großartiges, was wir in Deutschland sehen, dass mehr und mehr Leute sagen, sie helfen den Flüchtlingen, sich wirklich dafür einsetzen, dass es den Menschen besser geht vor Ort. Das genau brauchen wir. Es gibt ja Forderungen aus den Ländern, die sagen, wir brauchen im Prinzip sehr viel mehr Geld. Es gibt Zahlen, die sagen, pro Asylbeantragung 12.500 Euro Minimum. Da kommt man dann auf eine Summe von 5 Milliarden, wenn man es hochrechnen würde. Im Moment ist 1 Milliarde im Gespräch. Da fehlt ja eine ganze Menge. Kann Deutschland dieses Geld aufbringen oder wäre sowas wie ein Soli für Flüchtlinge, wäre sowas denkbar? Ich habe es gerade schon gesagt, wenn es darum geht, Geld vom Bund zu fordern, sind die Länder sich alle einig, ganz gleich, wer da die Regierung stellt. Das erweckt beim Publikum den Eindruck, das ganze Geld hat der Bund, die Länder haben kein Geld. Allerdings hat unglücklicherweise der Bund mehr Schulden als die Länder. Und trotzdem, dann steht es immer 16:1 und der Bund steht argumentativ mit dem Rücken zur Wand. Deswegen ist es. Sind das denn Zahlen, die Sie nachvollziehen können? Diese Zahlen kann ich nachvollziehen. Ich halte sie aber in der Tendenz eher für zu niedrig als zu hoch. Deswegen hat der Bund ja auch ohne rechtliche Verpflichtung die Mittel bereits aufgestockt, verteilt auf 2 Jahre. Diese zusätzlichen Mittel sollen jetzt noch einmal verdoppelt werden. Aber der Wunsch, dass der Bund sich noch stärker engagiert, wird anhalten. Das alleine wird die Probleme aber schon deshalb nicht lösen, weil auch die relativ wohlhabende Bundesrepublik Deutschland keine unbegrenzte Integrationskapazität hat. Es ist nicht so, dass wir unbegrenzte Möglichkeiten haben, Menschen aus allen Ländern dieser Erde bei uns in Deutschland aufzunehmen, gleich ob sie vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen oder nicht, gleich ob sie politisch verfolgt sind oder nicht. Wenn sie den Wunsch haben auf ein neues, besseres Leben, weil die Verhältnisse im Heimatland untragbar sind, können wir sie alle in Deutschland aufnehmen. Frau Kolzer, das wird nie und nimmer funktionieren können. Bei aller Kritik, die man hier und da üben kann, muss man auch
wir sprechen ja nur über diejenigen, die nach Europa kommen. Aber Sie haben gerade gesagt, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen, aber die ganze Welt ist überhaupt nicht auf dem Weg hierher. 90% der Flüchtlinge weltweit sind in ganz anderen Ländern unterwegs, in Pakistan, im Gebiet der großen See. Wir sprechen doch über diejenigen, die nach Europa streben. Sie haben gerade gesagt, alle wollen nach Europa. Ja, wir sprechen über diejenigen. Das möchte ich gerne korrigieren. Jetzt bin ich dran. Sie sprechen über die, müssen Sie mal durchhalten. Wir sprechen doch über diejenigen, die nach Europa kommen. Und die allermeisten haben den Wunsch, nach Deutschland zu kommen. Jetzt geht es um ein Verteilungsverfahren in der EU. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob die Flüchtlinge sagen, Litauen, prima, da wollten wir schon immer mal hin. Oder Rumänien. Ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten Flüchtlinge in die baltischen Staaten nach Rumänien oder Bulgarien wollen, bei allem Respekt vor den Ländern. Ich habe das Gefühl, die wollen dahin, wo Wachstum ist, wo Wohlstand ist, wo ein hohes Maß an sozialer Sicherheit besteht, wo die Leistungen für die Asylbewerber hoch sind. Wir haben die Binnengrenzkontrollen abgeschafft. Das heißt, wir werden enorme Wanderungsbewegungen haben in die Länder, in denen die sozialen Standards besonders hoch sind. Und das wird Deutschland auf Dauer nicht aushalten. Und wenn Sie sagen, Menschen kommen gar nicht aus allen Herren Ländern, dann empfehle ich Ihnen mal einen Blick in die Statistik, die ich gestern bekommen habe. Da werden Sie alle Länder dieser Welt vorfinden, aus denen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und mutmaßlich noch weiter kommen werden. Herr Busbach, Sie haben ja gerade gesagt, alle Welt ganz nach Europa kommen. Wir haben doch Flüchtlinge aus fast allen Ländern dieser Erde. Das haben Sie gerade gesagt. Ja, das stimmt doch auch. Das stimmt überhaupt nicht. Wie gesagt, 90% der Menschen, die auf der Flucht sind, sind in ganz anderen Ländern, in viel ärmeren Ländern. Dass wir hier Menschen aus aller Welt finden, ist doch wunderbar. Als Vertreter der Bundesregierung sollten Sie sich darauf freuen, dass Deutschland so attraktiv ist. Auch unabhängig, ob Sie ein Verteilungsschlüssel, jetzt habe ich gerade geredet. Dankeschön. Auch wenn Sie den Verteilungsschlüssel der Europäischen Union erwähnen, dann, wenn Sie sich den genau angeguckt hätten, dann hätten Sie auch gesehen, dass es darum geht, dass alle Länder der Europäischen Union verpflichtend Flüchtlinge aufnehmen sollen. Darum geht es. Und wenn die Bundesregierung nicht bei dem sogenannten Dublin-Verfahren, da geht es darum, wer ist zuständig für ein Asylverfahren, nicht so blockiert hätte über Jahre, dann hätten wir jetzt mittlerweile vielleicht ein ganz anderes Verteilungssystem, so wie das Europäische Parlament das gefordert hat. Und dann hätte gleich Deutschland gerne, sogar Frau vielleicht Keller, ich würde zu Europa gleich gerne noch kommen. Ich wollte noch mal kurz das aufgreifen, was Herr Bosbach gesagt hat. Da geht es ja darum, dass wir nicht alle aufnehmen können, die hier bei uns Asyl auch durchaus beantragen. Da geht es ja vor allen Dingen viel um die Länder aus den Balkanstaaten. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wie inhuman ist es denn, diese Leute zurückzuhalten? Oder würden Sie sagen, man muss eben generell jeden aufnehmen, der hierher kommt? Wir haben ein Recht auf Asyl. Jeder hat das Recht, Asyl zu beantragen. Und dass dieser Asylantrag auch ordentlich geprüft wird, das stellt ja auch hoffentlich niemand in Frage. Und die Leute, die dann Asyl bekommen, die aufzunehmen, damit haben wir überhaupt kein Problem, würde ich mal sagen. Also da habe ich eine größere Wertschätzung von den Menschen in Deutschland, dass die das sehr wohl schaffen können, die Leute aufzunehmen, die hier den Schutz bekommen. Mit dem Balkan haben wir in der Tat noch andere Probleme. Da geht es nicht nur um Verfolgung, da geht es ganz viel auch um Verfolgung. Also wenn man zum Beispiel ein Roma ist in Serbien, dann ist man sehr wohl verfolgt, dann leidet man unter einer vielfältigen Diskriminierung. Das hat auch das UNHCR, also das UN-Flüchtlingswerk, Hilfswerk so eingeschätzt. Die sehen das durchaus ganz anders, als die Bundesregierung das gesehen hat. Die gehen davon aus, dass diese Menschen sehr wohl verfolgt sind. Gleichsam kann man dem Problem natürlich nicht nur mit Asyl begegnen, sondern man muss dafür etwas tun, dass sich die Lebensbedingungen anderswo ändern. Das gilt im Übrigen auch für ganz viele andere Fluchtgründe, die gerade passieren. Bei Kriegen ist es in der Tat schwierig, was genau will man das machen. Da gibt es keine Patentlösung. Aber zum Beispiel, wenn wir uns die europäische und deutsche Agrarpolitik anschauen, die anderswo die Agrarmärkte kaputt macht, die Fischereipolitik, die Fischer an anderen Ländern viel ärmer macht, ihnen die Fische nimmt, die Handelspolitik, die arme Länder noch ärmer macht, dann gibt es in der Tat sehr viel, was wir als Deutschland und als Europäische Union ändern könnten, um endlich Fluchtgründe zu beseitigen. Nun würde ich gerne noch mal da auf die Balkanstaaten auch zurückkommen. Sie sagten ja, dass die Anerkennungsquote von vielen, die aus diesen Ländern kommen, bei 0,1% liegt. Wie konsequent ist denn die Abschiebepraxis, die hier in Deutschland dann auch tatsächlich von den Ländern und Kommunen durchgeführt wird? Frau Keller hat gerade einen interessanten Halbsatz beiseite gelassen. Natürlich kann jeder einen Asylantrag stellen. Na, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass jeder genehmigt werden muss. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer nicht politisch verfolgt ist, kann sich nicht auf das Asylrecht berufen. Da mag es humanitär verständlich sein, menschlich verständlich sein, dass jemand sagt, ich möchte mit meiner Familie ein neues, besseres Leben im Herzen Europa beginnen. Kann aber im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass wir deshalb eine Aufnahmeverpflichtung haben. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, politisch Verfolgte genießen Asyl und wer nicht auch. Damit würden wir ja unser Asylrecht aushebeln. Bei den Balkanstaaten ist es so, dass wir das jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum beobachten.
Und ich hatte in den letzten Wochen mehrere Gespräche mit Politikern aus den Balkanstaaten, die uns, Frau Keller, händeringend darum bitten, dass wir dorthin reisen als deutsche Politiker und erklären, es hat keinen Zweck, nach Deutschland zu kommen, ihr werdet nicht anerkannt. Es ist ja so, dass diese Politiker, auch zwei Innenminister, mit denen ich gesprochen habe, beklagen, dass die Guten, die Mobilen, die Ausgebildeten das eigene Land verlassen. Und diese Politiker sagen, wir brauchen sie im eigenen Land, damit sie diese Länder aufbauen, damit sie uns helfen, bessere wirtschaftliche Verhältnisse im Lande zu erreichen. Zur Frage der Roma, da möchte ich aber auch noch mal was zu bedenken geben. Ne? Wenn man Roma ist und diskriminiert wird, weil man keinen Zugang zu Bildung bekommt, weil man aus politischen Gründen, weil Roma ausgeschlossen werden von Bildung, wenn aus politischen Gründen Roma abgedrängt werden in bestimmte Wohnviertel, wenn aus politischen Gründen Roma keine Arbeitsplätze bekommen, dann frage ich mich schon, inwieweit ist das jetzt ein wirtschaftlicher Grund und inwieweit ist das nicht auch ein politischer Grund, warum die Leute verfolgt werden und warum sie fliehen? Ich schaue noch mal sagen, zu den Zahlen. Wir haben in Deutschland, das ist jetzt die Zahl von April, etwa 160.000, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. 35.000, wo es keinen Rechtsgrund gibt, die Abschiebung nicht unverzüglich durchzuführen. Die Zahl der tatsächlich vollzogenen Abschiebungen liegt bei etwa 11.000, bleibt also deutlich dahinter zurück. Und ein Grund dürfte darin bestehen, dass natürlich vor Ort es in sehr vielen Fällen Proteste gibt, obwohl rechtskräftig feststeht, dass kein Aufenthaltsrecht gewährt werden kann, dass die Ausreisepflicht vollzogen werden soll. Weil natürlich viele sagen, jetzt sind die Kinder hier in die Schule gegangen oder man hat eine Stelle gefunden, eine Arbeitsstelle gefunden. Warum muss diese Familie jetzt ausreisen? Dann kommen die Nachbarn, dann kommt die Kirchengemeinde und dann fällt es vielen schwer, die rechtliche Verpflichtung zur Ausreise durchzusetzen. Der Bund hat hier keine Verantwortung, das ist die Sache der Länder und der Kommunen. Aber hier kollidiert dann oft die Rechtslage mit dem Gefühl, dass man den Menschen doch eigentlich helfen müsste, obwohl unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Aufenthaltsrecht gegeben ist. Und das führt dann zu der Folge, dass die Familie B sagt, wenn die Familie A hier bleiben darf, warum müssen wir dann ins Heimatland zurückgehen? Und das führt dann eben dazu, dass wir so eine große Lücke haben zwischen der rechtlich festgestellten Ausreisepflicht und den tatsächlich durchgesetzten Ausreisen. Ist das ein Problem, was national in Deutschland gelöst werden kann? Ich denke, die Frage, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, wie nehmen wir Flüchtlinge auf, ist in der Tat kein nur deutsches Problem oder eins, was nur spezielle Kommunen oder Länder betrifft. Da geht es um eine europäische Aufgabe. Wir haben auch ja so eine Art europäisches Asylrecht, auch wenn das nicht in allen Ländern konkret umgesetzt wird, auch wenn es dann nur um Mindeststandards geht. Aber wir haben eben diese Mindeststandards, die haben wir. Die gelten für Verfahrensrechte, die gelten für Aufnahmerechte und die werden oft nicht eingehalten, wenn wir uns die Aufnahmesituation in Italien angucken, wenn wir uns die Aufnahmesituation in Griechenland angucken. Aber da müssen wir gar nicht so weit gehen. Da brauchen wir uns, können wir nach Polen gucken zum Beispiel. Das ist oft sehr, sehr katastrophal. Und daran muss sich ganz dringend was ändern, das ist ganz klar. Aber dafür müssen wir eben auch Sorge tragen, dass nicht nur die Länder Flüchtlinge aufnehmen, die aufgrund ihrer geografischen Lage zuerst, wo die Leute zuerst hinkommen, sondern alle. Und das Problem ist ja auch, dass es gar keine legalen Zugangsmöglichkeit gibt in unserem Recht auf Asyl. Wir haben ein Recht auf Asyl, wir haben alle möglichen Mindeststandards, wunderbar, aber es gibt keine Möglichkeit, legal in dieses Asylsystem reinzubekommen. Man kann es über die Landgrenzen versuchen, da wird aber alles abgedichtet durch Zäune, durch Grenzanlagen. Man kann versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, dann geht man sehr großes Risiko ein, muss Schlepper bezahlen, wird abgedrängt, ertrinkt. Es gibt keine Möglichkeit, legal in dieses Asylsystem reinzukommen. Das ist etwas, was mir völlig unbegreiflich ist. Warum haben wir denn Recht auf Asyl oder Asyl zu beantragen, wenn die Möglichkeit dieses Recht zu beantragen, das Asyl zu beantragen, so unmöglich zu erreichbar ist? Da müssen wir was ändern. Legale Zugangsmöglichkeiten schaffen für Flüchtlinge. Wir müssen endlich bessere Aufnahmesituationen schaffen in ganz Europa. Wir brauchen aber auch eine bessere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb von Europa, damit sich alle Länder beteiligen und nicht nur einzelne, wo zum Beispiel Malta pro Kopf viel mehr Flüchtlinge aufnimmt als Deutschland, wo Schweden sehr viele Flüchtlinge aufnimmt. Deutschland in der Tat auch, will ich gar nicht negieren, nur denke ich, dass diese Zahlen relativ sehr sind.
Ja, aber Malta ist halt auch sehr viel kleiner. Ja, es ist ein kleiner Fels im Mittelmeer, also das brauchen wir nicht vergleichen. Pro Kopf der Bevölkerung natürlich richtig. Und Malta ist sehr eng besiedelt. Da gibt es sogar 5 oder 6 Länder, die pro Kopf der Bevölkerung mehr aufnehmen als Deutschland. Aber das ändert nichts an der Zahl, dass Deutschland und Schweden fast die Hälfte aufnehmen. Das heißt genauso viel wie die anderen 26 EU-Staaten zusammen. Diese Debatte haben wir übrigens schon geführt, als die Grünen an der Bundesregierung waren. Und zwar 7 Jahre lang. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Grünen sich damals in der Regierung durchgesetzt haben, um legale Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Ich weiß, dass der Bundesinnenminister Schily damals zentrale Stationen schaffen wollte in Nordafrika. Ja gut, der ist ja auch nicht bei uns. Er war auch Ihr Innenminister. Und dieser Vorschlag ist schnell wieder eingepackt worden, aus für mich nachvollziehbaren Gründen. Das ist kein guter Vorschlag. Und wie sehen Sie in dem Zusammenhang das Abstimmungsverhalten von Ministerpräsident Kretschmann zum Asylverfahren? Sie mal zu den sicheren Herkunftsländern. Da ist ja bekannt, dass wir da nicht unbedingt einer Meinung wären. Ich kann den sicheren Herkunftsstaaten nicht viel abgewinnen. Das sagen mir auch alle Leute, die zum Beispiel im BAMF arbeiten, also die Asylanträge bearbeiten. Dadurch werden wenige Minuten nur eingespart. Das bringt insgesamt für das gesamte System nicht. Also man muss viel mehr dabei tun. Aber die Kommunen, die Länder zu unterstützen, es ist ja auch nicht so, dass Ministerpräsident Kretschmann gejubelt hätte über die Herkunftsländer, weiß Gott nicht. Sondern das war die Vorgabe der Bundesregierung. Und deswegen ist das nicht etwas, was wir Grüne je unterstützt haben, weiß Gott nicht, sondern das ist etwas, was von der Bundesregierung kam und wo es dann Druck auf die Länder kam. Ja, entweder macht ihr das jetzt oder ihr bekommt Finanzhilfe nicht und alles Mögliche. Und ich denke, da hat der Kretschmann noch einiges rausgehandelt für Flüchtlinge, wie den besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber das ändert nichts an der Grundposition, dass wir das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten für kein richtiges halten. Nun hatte Herr Bosbach gerade eben angesprochen, dass ja Schweden und Deutschland durchaus die mit beliebtesten Länder sind für Flüchtlinge. Inwiefern muss denn Europa auch Quotierungen so festlegen, dass es sehr gleich in Europa verteilt wird? Und wie erfolgreich ist das denn? Was für eine Aussicht auf Erfolg hat denn sowas? Ja, wir haben jetzt einen Vorschlag der Kommission auf den Tisch liegen. Da geht es aber nur um einen Notfallschlüssel. Der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen. Ja, da geht es nur darum, dass eine kleine Anzahl von Flüchtlingen aus Italien und aus Griechenland, insgesamt geht es um 40.000 Flüchtlinge, auf andere EU-Länder verteilt werden sollen, weil Italien und Griechenland mit der Situation gerade überfordert sind. Wir sollten nicht vergessen, dass Italien eine extrem große Anstrengung übernommen hat, Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten. Die haben über 150.000 Flüchtlinge gerettet. Also Italien hat wirklich sehr viel getan. Aber wenn es um die Aufnahmebedingungen geht, dann ist da noch einiges zu tun. Und in Griechenland gab es noch nie vermutlich ein funktionierendes Asylsystem. Daran wird in den letzten Jahren gearbeitet. Das ist besser geworden. Aber die Situation ist nach wie vor untragbar. Es gibt so gut wie keine Aufnahmekapazitäten. Die werden langsam erbaut, aber das geht nicht von heute auf morgen und das wird noch richtig lange dauern. Aber so ein Notfallverteilungsschlüssel, der ist wichtig und richtig, der stellt ein bisschen mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten her. Deswegen gibt es da auch so großen Widerstreit. Ist auch kaum zu erklären, warum es da diesen großen Widerstand gibt, diese kleine Verteilung vorzunehmen. Und ich denke, wir müssen viel langfristiger denken. Wir müssen insgesamt an diesem Dublin-System etwas ändern. Dublin schreibt vor, dass dort, wo ein Flüchtling zuerst europäisches Territorium betritt, dass dort der Asylantrag erfolgen muss. Aber das gibt eben Länder mit einer geografischen Lage an den Außengrenzen eine besondere Verantwortung. Und andere können sich dann eher raushalten. Und das, denke ich, sollte nicht sein. Wir brauchen dann eine faire Aufgabenverteilung innerhalb der Europäischen Union. Wir sollten aber auch viel stärker darauf achten, wo sind die Anknüpfungspunkte für Flüchtlinge, weil das fällt immer der Debatte immer runter. Aber wenn jemand zum Beispiel Familie wo hat oder eine Sprache spricht, warum soll die Person dann nicht dort Asyl beantragen können? Wenn man das hört, dann merkt man, dass Europa da nicht mit einer Sprache spricht, mit einer Stimme spricht. Wie traurig ist das denn, dass Europa sich da nicht mal zusammensetzen kann und tatsächlich mit einer Sprache spricht? Das ist mehr als traurig, weil hier trifft Wirklichkeit auf europäische Verträge. Beispiel Griechenland, Sie haben es gerade leider zutreffend erwähnt. Das Dublin-Verfahren können wir überhaupt nicht anwenden in Griechenland, weil übrigens parteiübergreifend, da gibt es keinen Streit zwischen den Parteien oder Fraktionen, wir überhaupt nicht nach Griechenland rücküberstellen können, weil dort humanitäre Mindeststandards nicht eingehalten werden. Aber glauben Sie nicht, dass die Europäische Union ernsthaft daran denkt, die Zustände in Griechenland zu ändern? Es gibt mehrere Vertragsverletzungsverfahren. Diese Länder haben humanitäre Mindeststandards noch nicht mal andeutungsweise erfüllt. Und damit meinen sie, ein Problem gelöst zu haben, denn die Flüchtlinge ziehen weiter. Und dann verteilen sie man in der Europäischen Union bei Abschaffung
der Grenzkontrollen. Ich garantiere Ihnen, dass vielleicht nicht alle, aber viele sagen werden, wir gehen dahin, wo Wohlstand ist, wo ein hohes Maß an Rechtssicherheit und sozialer Sicherheit ist, gute gesundheitliche Versorgung. Und Sie werden genau in diese Länder kommen. Wenn Sie sagen, ich, Frau Keller, garantiere Ihnen bei einer Verteilung, alle, die verteilt werden, werden auch in diesen Ländern bleiben, hätten wir eine andere Lage. Ich glaube nicht daran, weil es ist für mich nachvollziehbar, dass die Flüchtlinge dorthin gehen, wo sie ein hohes Maß an Sicherheit und Wohlstand und Wachstum vorfinden. Das wiederum führt zu einer Belastung gerade der Länder, die sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen vorbildlich verhalten. Und ich fürchte, das kann auch die Aufnahmekapazität unseres Landes überfordern. Warum ist es so schwierig, eine einhellige Meinung und Linie zu finden innerhalb Europas? Also Länder wie Großbritannien, Irland und so weiter machen da ja große Schwierigkeiten. Ja, das Problem ist, dass sich alle hinstellen und sagen, ja, also die anderen sollen erstmal aufnehmen, aber wir können auf gar keinen Fall Flüchtlinge aufnehmen. Das ist das, was alle Mitgliedsländer der Europäischen Union sagen. Nicht. Bundesregierung sagt auch, Moment, wir können nicht mehr aufnehmen, sonst sind wir ja nicht aufnahmefähig, nicht integrationsfähig und sonst was. Das hören wir auch von der Bundesregierung. Und das ist zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich laut gewesen. Lange hat man gesagt, an Dublin können wir nichts rühren, weil das hieß ja, das müssten wir mehr Flüchtlinge aufnehmen. Jetzt, wo man besonders viele Flüchtlinge hat, sagt man, naja, wir müssen über Dublin reden. Sind Sie der Auffassung, Sie wollten sich doch ausnehmen lassen. Das ist eine ernste Frage. Sind Sie der Auffassung, dass jeder Flüchtling sich das Land auswählen muss, wenn er nach Europa kommt? Ich bin der Meinung, weil Sie ein wichtiges Thema angesprochen haben, bleiben die Flüchtlinge in das Land, wo sie hin verteilt werden. Da haben Sie keine Antwort auf die Frage. Entschuldigung, ja genau, da komme ich, aber wenn Sie mich ausreden lassen würden, wie Sie das von mir vorhin eingeklagt haben, dann würde ich das auch gerne tun. Sie haben da ein wichtiges Problem angesprochen, weil die Flüchtlinge nämlich gerade einfach nur Zahlen sind, die nach A oder B verteilt werden. Und dann wundert man sich, warum die Leute da nicht da bleiben. Weil man nicht gefragt hat, haben Sie vielleicht Familie irgendwo, Verwandtschaft, Bekanntschaft, ne? Weil das erleichtert einem die Integration. Das gibt ja einem ein soziales Netz. Und da würde es tatsächlich für die Mitgliedstaaten ein Gewinn sein, wenn die Leute sich leichter integrieren können, wenn sie leichter Zugang bekommen, wenn sie nicht so sehr auf Unterstützung des Staates angewiesen sind. Aber auch für die Flüchtlinge wäre das ein Gewinn. Jetzt beantworten wir die Frage. Deswegen bin ich der Meinung, dass Flüchtlinge gefragt werden sollten, dass ihre Anknüpfungspunkte ganz stark in Betracht gezogen werden sollten. Das sollte der ausschlaggebende Grund sein. Man muss aber darüber hinaus auch noch auf die solidarische und faire Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten achten. Es gibt genug Flüchtlinge, die nicht wollen, die keine Vorstellung haben, wo sie genau hin wollen. Sie wollen fliehen. Es gibt Leute, die meisten Leute, die ich treffe, die erhoffen sich auch keine sozialen Sicherungssysteme. Ja, die suchen nach einem Arbeitsplatz, die suchen nach einer Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten. Darum geht es den Flüchtlingen. Die gucken sich nicht an, wo kriege ich die höchsten Hartz-IV-Sätze. Das ist völlig realitätsfern und das sollte man auch in Betracht ziehen. Aber ich glaube, wir brauchen eine fundamentale Reform, die die Mitgliedstaaten berücksichtigt, aber eben auch die Interessen der Flüchtlinge, weil das sind Menschen. So, jetzt stelle ich die Frage nochmal. Sind Sie der Auffassung, dass die Flüchtlinge sich ein Land aussuchen sollten, in dem sie auf Dauer leben möchten? Oder nein? Ja oder nein? Sind Sie der Meinung, dass Nein, ich kann auch die Frage beantworten. Entschuldigung, aber ich glaube, wir diskutieren hier. Ich glaube, ich habe eine Antwort gegeben, die Ihnen vielleicht nicht passt, die Ihnen vielleicht nicht ins Bild passt. Aber Sie brauchen mich ja nicht belehren, was Ihnen passt. Nein, ich möchte nur Ihre Meinung wissen. Ich habe Ihnen meine Meinung gesagt. Ich finde, jawohl, die Anknüpfungspunkte von Flüchtlingen sind sehr, sehr wichtig. Und die muss man berücksichtigen. Und man kann die nicht wie Zahlen hin und her schicken, weil dann kriegen wir nämlich das Problem, was wir jetzt haben, dass Deutschland irgendwie 200 Flüchtlinge nach Italien per Dublin-Verfahren verschickt und Schweden schickt 190 an Deutschland. Das ist ein Nullsummenspiel, wo die Leute inhaftiert werden, eingesperrt werden. Es kommt für niemanden was raus. Also wenn aussuchen dann, wenn es Anknüpfungspunkte gibt, so verstehe ich Ihre... Ja, es geht um die Anknüpfungspunkte. Es ist ja nicht irgendwie, man zeigt auf der Landkarte, wohin soll es gehen, sondern Flüchtlinge, die einen Grund haben, warum sollen die denn diesen Grund nicht geltend machen können? Nennen Sie mir einen logischen Grund, warum das nicht gehen sollte. Das kann ich Ihnen sagen, weil die Flüchtlinge entgegen ihrer Annahme dorthin streben werden, wo sie für sich und ihre Familie eine wirklich gute Zukunft finden werden. Und das werden ganz wenige Länder in der Europäischen Union sein, mit der Folge, dass sich die Fluchtbewegungen noch mehr auf wenige Länder konzentrieren werden und dass diejenigen Länder, die besonders niedrige Standards haben, kaum Flüchtlinge aufnehmen werden. Das wird die Folge sein. Jetzt unterschätzen Sie aber das polnische Wirtschaftssystem oder den estnischen Arbeitsmarkt. Das unterschätzen Sie völlig. Deutschland ist nicht das einzige Land, das irgendwas auf der Wirtschaftsbasis zu bieten hat. Warum strömen denn dann so viele nach Deutschland?
Es gibt auch Flüchtlinge anderswo. Die ganz großen Flüchtlingszahlen nehme ich auch noch ganz anderswo. Sie haben ja Schweden erwähnt, Sie haben Malta leider vergessen, Sie haben Portugal nicht erwähnt. Sie 445 haben die Italien aufgenommen. 445. Sie haben Italien vergessen zu erwähnen, Sie haben Griechenland nicht erwähnt. Sie haben ganz viele Länder nicht erwähnt. Und da müssen wir nicht hinstellen und sagen, Deutschland, weil das genau tun nämlich alle. Alle sagen, wir haben schon so viel, wir können nicht mehr. Was ist denn das für eine Art und Weise, Politik zu machen? Portugal hat 445, nicht 445.000, 445 aufgenommen. Und Sie sagen, das ist doch vorbildlich. Deutschland hat dreimal mehr Flüchtlinge aufgenommen als Italien. Gut, Sie gucken nach Deutschland, bleiben Sie dabei bitte. Wir gucken auch ganz Europa. Ich trage doch auch Verantwortung, nicht nur für Europa, sondern auch für Deutschland. Ach so, und es muss doch auch einmal erlaubt sein, dass man auch einmal auf die Sorgen und Probleme des eigenen Landes hinweist, ohne dass man sofort in die antieuropäische Ecke gestellt wird. Ich würde aber gerne noch mal... Ich würde gerne noch mal da gucken, wo auch Europa versucht, Antworten zu finden auf die Flüchtlingsfrage. Nun wird es auch Militäreinsätze gegen Schleuser geben. Ist das die richtige Antwort? Ich denke, es ist keine richtige Antwort. Das ist auch noch nicht in Sack und Tüten, dass es wirklich diese Militäreinsätze geben wird, denn es ist momentan völlig unklar, zu was die eigentlich dienen sollen. Es gibt keine Einladung, keine Aufforderung der libyschen Regierung, welche auch. Es gibt kein UN-Mandat, um das man sich bemühen müsste. Und es ist auch völlig unklar, wie das passieren soll eigentlich. Das einzige Vorbild, was da mal genannt wird, ist die Atalanta-Mission vor dem Horn von Afrika. Da ging es um die Piratenbekämpfung. Und da war es so, dass der einzige Einsatz, den es gab, um Piratenboote zu zerstören, war ein Einsatz mit Hubschraubern, wo dann mit Schnellfeuergewehren geschossen wurde auf die Piratenboote. Man stellte sich das an der libyschen Küste vor, wo man ein Flüchtlingsboot nicht vom Fischerboot unterscheiden kann. Denn ein Fischerboot ist am einen Tag ein Fischerboot und am nächsten Tag eins mit Flüchtlingen drauf. Man stellte sich das vor, wenn Flüchtlinge auf dem Boot sind, um das Boot herum sind, was man dann anrichtet. Das kann nicht funktionieren. Schlepper bekämpfen ist eine hehre Aufgabe. In der Tat, da läuft viel, viel schief. Schlepper nehmen Flüchtlinge aus. Aber ich denke, der einzige Weg, wie wir nachhaltig Schlepper bekämpfen können, ist, indem wir legale Fluchtwege nach Europa ermöglichen. Denn das ist ja das Prinzip und das Konzept von Schleppern. Sie nutzen das Problem, dass Flüchtlinge Schutz suchen, aber keine andere Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen. Das würde ich ganz gerne aufnehmen mit den legalen Flüchtlingswegen. Ist das eine Antwort? Könnte das eine Antwort sein? Dann müsste man mir mal im Detail erklären, was sich eigentlich wie ändern soll. Frau Kolzer, stellen Sie sich doch bitte nur mal folgenden Fall vor. Sie sagen, ein Antrag auf Asyl kann auch zum Beispiel in einer deutschen Botschaft im Ausland gestellt werden. Dann wird es nicht mehr um Tausende gehen, dann wird es auch nicht mehr um Zehntausende gehen, dann wird es um ganz andere Zahlen gehen. Zweitens, wie soll eigentlich in einer Botschaft oder in einem Konsulat die Prüfung stattfinden, wie sie heute stattfindet beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Glauben Sie ernsthaft, dass diejenigen, deren Antrag abgelehnt wird, dass die sagen, gut, wir haben es versucht, es hat leider nicht geklappt, wir bleiben jetzt zu Hause. Sie werden den gleichen Weg auf sich nehmen, den Hunderttausende vor Ihnen auch schon auf sich genommen haben. Aus guten Gründen hat es immer wieder den Vorschlag gegeben, auch um diese lebensgefährliche Überfahrt nicht in Kauf nehmen zu müssen. Aber wenn man das durchdenkt, deswegen gibt es ja auch keinen konkreten Vorschlag der Grünen, sondern es gibt immer nur die Forderung. In 7 Jahren Regierungszeit habe ich nie was auf dem Schreibtisch gehabt an Gesetzesinitiativen oder Ähnlichem, weil man genau weiß, dass man dann mit fast unbeherrschbaren Problemen konfrontiert werden würde. Ganz anders ist ein Resettlement-Programm für Menschen, die in besonderer Weise gefährdet sind. Das kann man organisieren, da kann man die Aufnahmebedingungen auch in Deutschland genau festlegen, wie wir das übrigens schon gemacht haben, auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen im Irak. Da kann man auch, bevor die Menschen hier ankommen, dafür sorgen, dass Integration tatsächlich gelingen kann. Aber wenn wir glauben, und darum ging es ja im Ergebnis, dass wir weltweit Antragsverfahren schaffen könnten für alle Menschen, die den Wunsch haben, aus humanitären Gründen nach Deutschland und Europa zu reisen, dann werden wir mit Problemen konfrontiert werden in der Praxis, an die wir heute noch nicht einmal denken. Ist es nicht so, dass die Masse natürlich dann größer sein wird? Ich meine, wenn man weiß, dass man nicht mehr sein Leben riskiert, sondern in der deutschen Botschaft oder in einer anderen europäischen Botschaft, ich sag mal im Sudan, Antrag auf Asyl stellen kann. Und wo soll eigentlich geklagt werden gegen einen ablehnenden Bescheid im Sudan? Dass dann die Zahlen natürlich nicht sehr viel größer werden?
Sie haben da übrigens ein ganz wichtiges Argument genannt, warum diese Asylzentren nach chilischer Art nicht gehen, weil das haben Sie genau beschrieben. Sie haben gerade nicht den Weg von legaler Flucht, von legalen Fluchtwegen erklärt, sondern die Idee von Asylzentren außerhalb der Europäischen Union. Ich stimme Ihnen zu, das kann nichts werden, weil wo zum Beispiel alleine schon soll man gegen einen Negativbescheid klagen? Da gibt es keine Rechtssicherheit, keine Öffentlichkeit, gar nichts. Deswegen lehnen wir diese Asylzentren in Drittstaaten auch ab. Es gibt aber Vorschläge für legale Fluchtwege, die haben nicht nur wir Grüne vorgeschlagen, sondern auch die Vereinten Nationen zum Beispiel. Also so ganz alleine auf weiter Flur stehen wir nicht. Und es gibt in der Tat Vorschläge. Dafür müsste man auch nicht groß das Recht ändern. Resettlement ist eins von diesen Vorschlägen für legale Fluchtwege. Das musste man viel stärker nennen. Und wenn Sie gerade Irak angesprochen haben, in der Tat für sehr verletzliche Fluchtgruppen. Das sind dabei übrigens nicht nur Christinnen und Christen. Die zweite Möglichkeit sind sogenannte humanitäre Visa. Die sind bereits jetzt möglich nach EU-Recht, werden nur von den Mitgliedstaaten kaum genutzt. Das heißt, man geht in der Tat in ein Konsulat oder in eine Botschaft und bittet dort um ein Visum, wie es ja jetzt bereits möglich ist. Nur muss man dann als Flüchtling nicht mehr sagen, ja, ich will Tourismus machen oder meine Cousine heiratet, sich irgendwas ausdenken, sondern man sagt, ich möchte ein Visum beantragen zum Zweck der Asylantragstellung in der Europäischen Union. Und dann, wenn man dieses Visum dann bekommt, da gibt es dann irgendeine Art von Vorprüfung, das ist ein Detail in der Tat noch auch nicht so ganz einfach, kommt man in die Europäische Union, beantragt hier Asyl. Und das würde nämlich auch den Vorteil geben, dass nicht gerade wie jetzt wir quasi den Flüchtlingen sagen, the fittest will survive, nur die, die am stärksten sind, kommen übers Mittelmeer, über die Sahara und so weiter, sondern gibt gerade den besonders verletzlichen Flüchtlingsgruppen eine Chance. Und man muss sich ja zum Beispiel bei syrischen Flüchtlingen durchaus fragen, warum fordern wir von denen überhaupt noch ein Visum ein? Die Visazahlen für syrische oder für Syrerinnen und Syrer sind massiv zurückgegangen, weil die nicht mehr nachweisen können, dass sie rückkehrwillig sind. Kann man ja auch nicht. Und da denke ich, warum fordern wir immer noch diese Visa ein von syrischen Flüchtlingen, wo es so viele Probleme damit gibt? Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, wo man für eine ganz spezielle Gruppe Erleichterung schafft und die nicht mehr übers Mittelmeer kommt. Da an diesem Punkt müssen wir aufhören, aber das Thema Flüchtlinge und Asylanten wird uns sicherlich noch oft beschäftigen und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen.